Hanna Krieg aus Hamburg. 44 Jahre, Diplom-Medienwirtin. Lange erfolgreiche Unternehmensberaterin. Was kann da schon passieren? Das habe ich auch mal gedacht. Wenn Sie in Lohn und Brot sind, gut verdienen, Sie haben eine super Ausbildung gemacht, dass einem das nicht betrifft oder dass einem das nicht passieren kann, das stimmt ja nicht. Das sehen wir ja an mir. Natürlich muss ich sagen, es kann jeden treffen. Eine Krankheit warf sie vor 5 Jahren aus der Bahn. Als Selbstständige musste sie kürzer treten. Aktuell bekommt sie Arbeitslosengeld 2 und erlebt die Vorurteile in den Köpfen. Meine Eltern, zu denen habe ich gar keinen Kontakt gerade. Die ignorieren das, weil die das nicht sehen wollen. Die haben sich ein Haus gebaut, sie haben eine sichere Rente, die sind jetzt Anfang 70 und so weiter und so fort. Und meine Probleme verstehen die gar nicht. Und das ist im direkten familiären Umfeld leider auch der Fall. Deswegen ist das auch so ein Problem von Menschen, die dann so abdriften oder Arbeit verlieren oder eben Einkommen verlieren und dann vielleicht noch die Wohnung verlieren. Ihre Mietwohnung in Großflottbeck ist ihr noch geblieben. Sie hat Freunde in der Nachbarschaft. Das Durchschnittsgehalt liegt im Stadtteil bei 88.000 Euro. Früher konnte sie da noch finanziell mithalten. Doch jetzt nicht mehr. Und das hat Folgen. Das Haus, in dem sie zur Miete lebt, wurde verkauft. Es folgte eine kräftige Mieterhöhung. Weit über dem Satz, den das Jobcenter üblicherweise zahlt. Und dabei blieb es nicht. Der Vermieter kündigte. Wegen Eigenbedarfs. Sie muss raus. Das sind echt schlaflose Nächte. Das ist ja, sie verlieren ihr Obdach, das Einzige, was der Mensch, oder eins der wichtigsten Dinge. Bevor sie überhaupt irgendwie sind, brauchen sie ein Dach über dem Kopf, bevor sie überhaupt irgendwas machen können im Leben. Dazu kommt Essen und Trinken. Und ja, ist keine leichte Situation, insbesondere nach 11 Jahren. Und ja, ist das schon nicht so leicht, ne? So einfach sich hiervon zu trennen. Rechtlich kann sie nichts machen. Die neuen Eigentümer wollen hier selbst einziehen. Noch vor dem Kauf kamen die neuen Besitzer zu Besuch. Dann habe ich mich mit denen unterhalten, eine halbe Stunde. Die haben mir erzählt, sie wollen mich raus haben. Und ich habe erzählt, ich würde gerne hier drin wohnen bleiben, verständlicherweise. Und am Ende des Gesprächs meinten sie, wir haben ihnen jetzt schon mal die Mieterhöhung von ihrem jetzigen Vermieter mitgebracht, mit der wir natürlich einverstanden sind. So, und dann können Sie sich denken, dann waren die beiden das, die das geschrieben haben, weil es Anwälte sind. Wie viel war denn mit? Nun muss sie als Hartz-IV-Empfängerin eine neue Wohnung suchen, für maximal 495 Euro Kaltmiete, parallel mit tausenden anderen Hamburgern. Es ist nie schön, wenn man arbeitslos wird, egal was. Und was dann da an Rattenschwanz dahinter kommt mit den finanziellen Einschränkungen, ist bestimmt auch nicht schön. Und wenn dann noch eine Kündigung kommt und man muss mit diesen finanziellen Einschränkungen dann eine Wohnung suchen, ist der Super-GAU. Sie sehen plötzlich ganz viele Obdachlose um sich herum. Wo kann ich Ihnen zeigen? Da vorne unter der Brücke wohnt einer. Das sind Horrorszenarien, da können Sie nachts dann nicht schlafen. Hanna Krieg gibt aber nicht auf, sucht im Internet und über Bekannte. Selbst eine nette Wohngemeinschaft kann sie sich vorstellen. Sie hofft auf einen Zufallstreffer. Mit ihren Existenzängsten ist sie nicht allein. Mietrechtsexpertin Silvia Sonnemann erlebt solche Ängste nahezu täglich. Menschen mit geringem Einkommen würden nicht nur aus den angestammten Vierteln verdrängt, sie hätten Not, überhaupt etwas zu finden. Wenn Sie sich als ALG-II-Bezieherin oder als Grundsicherungsempfänger eine Wohnung suchen, dann müssen Sie sich an Mietobergrenzen halten. Und diese Mietobergrenzen sind angemessen auf dem Wohnungsmarkt nicht anzumieten, diese Wohnung. Die einzige Chance, die man wirklich hat, ist, bei einer Genossenschaft oder bei einem staatlichen Wohnungsunternehmen unterzukommen. Sonst ist man da chancenlos. Auf dem freien Markt sind die Preise explodiert. Selbst in Stellingen, einem durchschnittlichen Stadtteil, kostet eine Zwei-Zimmer-Wohnung 790 Euro kalt. 300 Euro mehr, als das Jobcenter zahlt. Ihre letzte Hoffnung ist die SAGA, das städtische Wohnungsunternehmen. Jedes Jahr baut das Unternehmen 1000 neue Sozialwohnungen. Hamburg gilt deshalb bundesweit als Vorbild. Doch es reicht bei weitem nicht. Ihr Anruf bringt Ernüchterung. Ach, Sie haben gar keine? Nichts? Oder? Danke, tschüss.
Mein Gesuch ist jetzt einer von 1000 in der Warteliste und sollte was Passendes dabei sein, werde ich benachrichtigt. Innerhalb von 1 bis 2 Stunden sind die meistens weg, wenn die irgendwo im Internet stehen. Also müsste ich dann 24 Stunden oder so auf die Webseite gucken, weiß ich nicht. Da bin ich dann sprachlos. Saga ist ja einer der größten Anbieter überhaupt hier in Hamburg, ne? Ja. Keine Chance. Die größte Angst hat sie davor, mit der Wohnung ihr ganzes soziales Umfeld zu verlieren. Raus aus der Wohnung, raus aus ihrem Leben. Natürlich, gerade wenn sie krank werden und wenn sie dann noch finanziell absteigen, können sie nicht mehr das alles machen, was sie noch vorher gemacht haben, als voll berufstätiger Mensch, der draußen rumgelaufen ist und Action gemacht hat. Oder? Und Freunde oder Kollegen oder Bekannte, auch da wird das soziale Umfeld eingeschränkt. Deswegen bin ich ja so froh, dass ich hier wohne, damit ich auch nach wie vor den Kontakt halten kann zu den Leuten, wie eben dem Chor oder den anderen Menschen, die ich zum Teil betreue oder denen ich weiterhelfe. Für die Holtmanns aus der Nachbarschaft ist Hanna Krieg eine gute Freundin. Die ehemalige Unternehmensberaterin unterstützt das blinde Paar beim Einkaufen und holt sie jede Woche für die Kirchenchorproben ab. Hier in Großflottbeck wird Hanna Krieg kaum mehr eine Wohnung finden. Als Hartz-IV-Empfängerin ist sie sowieso die große Ausnahme. In der Kirche spielt das keine Rolle. Seit der Gründung des Chors singt sie hier mit. Sie gehört dazu. Noch. Ja, dann würde jemand fehlen. Auf jeden Fall. Jemand Wichtiges fehlt. Sehr Wichtiges. Ich finde es wirklich bedrohlich. Ich meine, auch wir haben mal irgendwann zur Miete gewohnt. Das war uns nicht an der Wiege gesungen, dass wir irgendwann eine Eigentumswohnung hätten. Und ich finde es bedrohlich. Ich finde es auch bedrohlich für einen Stadtteil, wenn sich da so viel verschiebt und tut. Irgendwie habe ich auch ehrlich gesagt Angst um manche gute Freundinnen, die wissen, irgendwann können sie vielleicht die Miete nicht zahlen. In ihrem Chor hat sie Freunde gefunden. Den meisten hier geht es finanziell gut. Auch Hanna Krieg fühlte sich einmal gut abgesichert. Nun fürchtet sie um ihre Existenz. Wenn sie beruflich finanziell Abstriche machen müssen, dann immer mehr und mehr vielleicht auch in gesundheitliche Probleme dann verfallen und dann noch eine Kündigung kommt, das ist dann alles irgendwie ganz schön viel für einen Menschen.